Also, dann machen wir mal weiter. Dann machen wir weiter. Kelch im Wasser. Ein langer Tunnel. Man sollte nicht trödeln, glaube ich. So, jetzt schaue ich mir aber erstmal die Wandtextur an. Die tolle. Oh, soll das so? Oh. Oh Gott. Es fängt schon wieder an, also. Es ist schon wieder soweit. Es fängt schon wieder an. Es ist schon wieder soweit, angeblich. Okay. Könntest du bitte einfach die Strömung mal wieder ausschalten, Lara? Danke. Lara, danke. Hallo. Okay. Kannst du das mal speichern und gucken, wie das Level heißt? Es ist Tomb of Teokan. Ah. Ich glaube, ich habe hinten irgendwas aufgemacht. Wenn jetzt da wirklich was ist, dann war es das aber wirklich komplett. Nee. Okay. Aber ist schon echt cool gemacht. Was hat der Hebel bewirkt? Like, der scheint ja auch optional zu sein. Irgendwas hat er bewirkt. Hier unten ist nichts, da ist nur Wasser. Naja, und der Hebel, ne? Okay, dann schauen wir wieder hoch. Wir werden es vielleicht noch herausfinden. Ich kann nicht weg. Ich hänge. Magnums. Ach du Kacke. Wie viel Schuss haben wir jetzt überhaupt durch gerade mit dem vielen Aufsammeln? 503 noch, okay. Oh, ey. Übel. Kurzer Funfact, du kannst in Tomb Raider 1, wenn du die Waffe an einem bestimmten Ort vermisst, wirst du sie an einem anderen Ort finden. Oh, okay. Das heißt, wenn wir die Magnums nicht gefunden hätten, hätten wir die jetzt woanders noch finden können. Genau, du kannst Waffen mehrmals finden. Oh, okay. Dann heißt das, wir finden dann die Magnums auch nochmal? Oder sind die für uns dann nicht da? Die Magnums kann man auch nochmal finden. Okay, das heißt, dann ist es halt im Endeffekt einfach Munition, die wir dann aufsammeln. Sehr wahrscheinlich. Oder okay, du machst es wie General Grievous und... Und wir sammeln die, genau. Genau, und sammelst dann die Magnums und ziehst dann deine vier Arme und schießt dann mit vier Waffen. Wie hat er mal gesagt? Problem. Eine... Gute, was ist denn das? Das ist, ich möchte nicht sagen, wonach das aussieht. Alter, wie fies. Das sind diese Kackpfeilfallen aus dem ersten Level. Ich muss so los. Alter, ich hab die voll vergessen. Ich muss so los. Alter. Ich glaube, ich mach mal ganz kurz die Verschnaufpause für mich. Ja. Ah, ich hab's vergessen. Du bist ja auch noch da. Hallo. Bist du tot? Ja, sehr gut. Kannst du einmal einen Speicherstand etwas weiter unten machen, für den Fall, dass wir mal das Level neu starten müssten aus irgendeinem Grund? Okay. Hast du eine Vorahnung? Wir hatten aber mal das Problem und deswegen wäre das vielleicht gar nicht so doof, irgendwo unten noch einen Backup-File zu haben. Hab ich. Gut, dann kleine Pause und gleich geht's weiter. Genau. Jo. Und damit ein herzliches Willkommen zurück nach der Aufnahmepause. Es geht weiter mit Tomb Raider 1. Wir haben uns erholt. Nicht wahr, Zeitex? Die Schrecken des letzten Males. Ich bin immer frisch. Immer? Okay. Immer. Es ist aber tatsächlich etwas Tolles passiert, und zwar gibt es auf Steam mittlerweile so Handbücher. Entweder die waren schon immer da, glaube ich aber nicht. Oder die sind jetzt neu, und in diesen Handbüchern kann man quasi, wie wenn man sich das Spiel als Disc gekauft hat, früher dieses kleine Büchlein, das dabei liegt, nachlesen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und da stehen tolle Dinge, irgendwie zum Beispiel, wenn man F5 drückt,
Ist es ein Hotkey? In Save-Menü. Alter. Oder, jetzt pass auf, jetzt halte ich mal ganz fest, okay? Wenn du F6 drückst. F6. Ah, okay. Der Ladescreen. Hammergeil. Boom. Okay, wir lernen also noch dazu. Und ist auf jeden Fall echt schön gemacht, auch mit Artwork. Also kann man sich mal anschauen, wenn man das Spiel hat. Ich weiß nicht, ob man drauf zugreifen kann, wenn man es nicht hat, aber ist auf jeden Fall echt cool gemacht. So, wir sind also hier jetzt, wie hieß es? Warte. Es ist Tomb Thumb, das Grab des Tihokan. Tomb of Tihokan, ja. Tihokan. Ja, also ein Grab, eine Grabstätte. Erwartet uns wieder ein Artefakt, ein toter Pharao aus vergangenen Tagen. Ein Pharao in Griechenland. Natürlich. Wer kennt ihn nicht? Ramses der Siebte aus Griechenland. Dieser Stein hier schaut aus, als könnte man ihn nehmen. Kann man aber nicht. So, jetzt nach einer kurzen Pause schon wieder alles verlernt. Ich habe keine Ahnung mehr von der Steuerung. So, ja doch, wird schon. Ach ja. Lara, bitte heute nicht wieder so anstrengend. Das wäre ganz nett von mir. Bis jetzt ist super. Nein, ich meine ja letztes Mal mit der Hebelgeschichte. Das war. Aber war auch unser Verschulden. Ich hab's ja gesehen im Schnitt ein bisschen. Ich stand ja einmal schon direkt daneben und bin einfach weggesprungen. Oh je, wo geht's denn hier hin? Da oben ist wieder ein Gitter. Von unten kommen wir. Da unten sind wir durch diesen Schacht rein, da ist ja so eine Abwasserkanalisation. Man vergisst irgendwie immer durch die Pausen, dass das Spiel keinen Sound hat, so großartig. Und dann ist man immer erst kurz... keine Hintergrundmusik halt, ne? Das habe ich aber auch vergessen, das haben wir letztes Mal noch gesehen. Mhm. Oh. Wie Alter, böse. Böse. Okay, warte, jetzt probieren wir gleich mal den Hotkey F5 zum Speichern, ne? Yo. Siehste, nice. Es geht jetzt viel schneller. Oh. Boah, ey, wer baut denn bitte auf so einer Höhe solche Pfeile? Was ist denn los mit den Leuten? Also ich meine... Warte einfach, bis die Pfeile leer sind. Ja, oder so, genau. Da sitzt nur immer der kleine Imker dahinter und füllt nach. Schnitzt fleißig neue Pfeile. Ah, hier können wir einen Hebel betätigen. Dann fährt wahrscheinlich dieser eine Schalter nach oben. Nehme ich auf, ja. Okay. Oder wir fluten den Raum. Bin mir gerade unsicher. Was ich gerade auch sagen wollte, ja. Wir fluten den Raum. So ist es also. Dann sollte ich da einfach reinspringen können. Ich denke, wir haben hier alles. So, mal schauen. Ah. Oh, guck mal an hier unten. Da war noch ein kleines Versteck. Ein Minipack. Und ich schaff's gerade nicht. Ja, warte. Jeden Moment. Ja. Wenn du es nicht möchtest, dann nehme ich das auch. Kein Problem. Lass es liegen. So, jetzt hier ein bisschen mit Kurven und hast du nicht gesehen, komme ich da hin? Stell mal vor, wie geil. Tomb Raider in Koop. Aber ich glaube, das. Ja. Wenn es gut umgesetzt ist, wäre das super. Ja, bestimmt. Aber in dem Teil könnte ich es mir jetzt wirklich nicht vorstellen, glaube ich. Nein, nicht in den alten. Schon mit geilen Koop-Elementen. Ich dachte Wasser. Schon. So. Man weiß ja nie, das letzte Mal waren ja auch Stacheln, ne? Ja, das ist true. Okay, dann schaue ich mal. Wir tauchen hinunter. Okay. Okay, hier ist nichts, einfach nur Sackgasse. Oh Gott, da hinten. Und da unten, oh Gott. Bitte? Was war denn das bitte für ein Geräusch? Ich habe keine Ahnung, aber du solltest ein bisschen Dampf machen wegen deinem Sauerstoff. Oder du holst einfach. Das ist Cheaten. Hier hinten ist nichts aufgegangen, nee. Hä? Nee. Hinten den Tunnel durch. Aber wie gemein denn bitte das... Oh, ist hier ein Zug drin. Oha! Oha, was geht denn jetzt ab? Alter. Ich bin einfach Flash. Was ist denn los? Ich dachte, jetzt knallt sie gegen die Wand. Oh je, ich sehe schon Ratten.
Das ist der freundliche Biber. Der Biber. Er nährt sich von dem, was er zwischen den Steinen findet. Er leckt das Moos von der Wand. Oh. So, hier können wir auf jeden Fall was wegziehen. Ich glaube aber, da bin ich mir ziemlich sicher. Nach rechts hätte es auch getan. Ja, und ich glaube, das wäre auch das Nötige gewesen, dass wir nach oben kommen, weil, ja, hier und da ist nichts. Gut, konnte man ja nicht wissen, ne? Man muss es ja mal probieren. Ich meine, in echt, wenn ich hier so ein, keine Ahnung, wie viel wird der wiegen? Eine Tonne bestimmt, oder wenn der so groß ist? Also wenn man es jetzt mal in echt anschauen würde. Je nachdem, was für ein Stein, ne? Ja, selbst wenn es normaler Stein wäre. Egal, was für ein Stein würde der einen Haufen wiegen. Ich meine, manchmal sind schon kleine Platten unhebbar. Ja, klar, aber es gibt ja mittlerweile Steingezeugse, das ist riesengroß und wiegt irgendwie gar nichts. Ja, ist auch wahr. Pappmaché, es ist einfach alles Pappmaché. Genau. So, was haben wir die denn Soundeffekte, hier? Die Soundeffekte macht dann der kleine Timmy, der auch die Pfeile schnitzt. Ja, genau, genau. Er sitzt da immer hinter den Wänden in extra Räumen. Naja, dann wird's auch angelegt. Oh nein. Okay. Ja, jetzt. So. Ging's links nicht auch noch weiter? Ja, ich glaube, da kommen wir hin. Ich glaube, das ist eben okay. Der Weg. Boah, ich hab so Schiss. Da hat man deinen Hund gehört. Zeitix mutet sich, er fühlt sich. Er hat Charme. Schamgefühl setzt ein. Oha! Hängt da eine fette Spitzhacke? Ja. Okay. Ja, ist nicht schlimm, wenn dein Hund bellt, ne? Alles cool. So. Wie heißt denn deine Liebe oder deine Lieben? Du hast ja mehrere. Ach du Scheiße. Kann ich da bis zur Kante? Nein, kann ich nicht. Okay, gut zu wissen, ich habe kein Leben mehr. Ich bin tot. Okay. Ach du Heilige. Oh nein. Okay. Okay, wir wissen jetzt, dass es nicht so funktioniert. Okay, ich versuche jetzt hier nochmal schnell durchzukommen. Alles okay bei dir, Zadax? Der wird anscheinend gerade etwas klären müssen. Dann sind wir erstmal ein bisschen unter uns, ja. Hier im geschlossenen Kreisen. Einfach mal Zadax ausgeschlossen. So, wir gehen einfach wieder da lang, wo wir gerade waren. Wieder den Hebel betätigen. Ups, nicht gegen die Wand laufen. Mal hier runter. Aber wie wir auch letztes Mal schon angesprochen haben, es ist einfach so cool in Tomb Raider. Also nicht nur in Tomb Raider hier, sondern halt auch in ganz alten Spielen. Diese Freiheit, die einem das Spiel gibt. Ohne halt einen gewissen Weg vorzuschreiben. Es macht das Spiel wirklich extrem schwer in einer gewissen Hinsicht. Aber auch cool. Das ist natürlich auch absolut drin. Werden wir schnell. Mady, bitte? Hat jemand Mady gesehen? So, die Ratte ist Geschichte. Kein Problem für uns. Sollte mal. So, dann sind wir nämlich gleich wieder oben. Ich speichere dann nochmal zwischendurch nochmal. Bevor wir an die Spitzhacke oder Axt kommen, was auch immer es ist. Aber wer stellt denn bitte oder hängt so ein Ding auf, nur um ein bisschen Munition zu schützen? Schon kritisch. Ich meine, klar, irgendwie eine Alarmanlage schon, aber man muss die Leute doch nicht immer gleich umbringen. So, ein kleiner Schritt. Nein, das war zu viel. Das war... Man sieht am Boden tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das auf YouTube sehen kann, aber man sieht ganz leicht immer, wo die Texturen aufhören hier von so einem Block und wo sie wieder anfangen. Und dadurch weiß man ungefähr, wo man sich hinstellen muss, um einen Sprung anzusetzen. So, ich speichere jetzt mal mit F5. Ja, das geht ja ganz gut. So.
Zytex hat uns gerade anscheinend tatsächlich verlassen. Oh, jetzt bin ich getränkt, ja. Heute ist schon wieder alles vorbei. Nicht genug geschlafen habe ich leider. So, ich probiere es jetzt. Ich warte ab. Und es war natürlich nicht gut. Ah, okay. Alter, da bist du aber ordentlich in die Klinge gegangen. Ich glaube, sie ist tot und du bist auch wieder da. Genau. Ja, Luna und Akira heißen die beiden. Genau, genau. Bist du irgendwie speziell auf den Namen gekommen oder ist es so, ist es dein Standardname? Inwiefern? Es gibt ja Leute, die haben so einen Standardnamen, die nennen irgendwie jedes ihrer Haustiere, das sie in ihrem Leben kriegen, mit dem gleichen oder ähnlichen Namen. Nein. Ich hatte, also ich persönlich hatte selber 2 Hunde. Okay. Nach deren Ableben habe ich mir die beiden geholt. Und ich habe jeden Hund immer anders genannt. Das ist toll. War bestimmt weil alles auch super gut. Ja, definitiv, keine Frage. Sind ja auch einzelne Individuen, ne? Kannst ja nicht sagen, jeder Hund heißt Sammy oder was weiß ich was. Das ist ja... Hund 1, Hund 2, Hund 3. Ja, genau. Ich hol mir die Hunde ja nicht als Ersatz für das, was weg ist, sondern ne, als neues Kapitel halt. Ja, als neuen Teil des Lebens. Genau. Als neuen als Teil der Familie. Warum ist es abgehackt? Ist alles okay? Bin ich abgehackt? Ja, du hast Familie und dann warst du weg. okay. So, jetzt schauen wir mal hier oben rein. Alles gut. So, einmal speichern. Die Frage ist, sind wir hier richtig, weil hat gerade links... Oh, nicht schon wieder, du. Oh, nicht schon wieder. Pierre Dupont? Okay, wir nehmen Magnums. Die Magnums. Wir nehmen ein Medipack. Mhm. Kannst du bitte einfach gehen? Kannst du bitte gehen? Nicht so in so einem engen Gang. Kannst auch du bitte nicht von hinten? Nicht von hinten, das ist nicht meine Lieblingsrichtung. Okay, er ist weg. Ja, das ist auch. Das Was war der ist denn Bait? Los mit dem Spiel? Das war der Bait. Okay, wo geht das? Das geht hinter dem Block. Die Frage ist, was auf der anderen Seite, ne? Warte mal. Ja. Schau erstmal. Ja, okay, genau, guck erstmal. Was ist mit dem anderen Pfad, den du noch nehmen konntest? Ich weiß es nicht, ob wir da überhaupt hingekommen wären. Soll ich nochmal zurückschauen? Ich bin mir nicht sicher. Du kannst ja hier einmal speichern und. Alter. Es waren. Die Dinger waren aus? Ja, da die kam waren aus? Timmy, da kam eine kleine Timmy und hat wieder angemacht. Der hat erstmal Kohle nachgekippt. Okay. Böse. Ich höre auf jeden Fall irgendwas grunzen. Tiger oder so. Ganz böse. Tiger? Irgendwas höre ich auf jeden Fall. Jetzt die Frage: Kommst du da links nicht, hoch? Nicht, dass ich oder ist wüsste. Das ist der Ausgang später. Das Kannst kann du nicht von sein. Der Plattform. Nee, das geht nicht, oder? Von links von der Plattform aus? Von der Langbeine? Ich meine, ich kann es ja mal probieren gerne, aber ich glaube nicht, dass das geht. Ja, aber das ist der Ausgang später, das kann natürlich auch sein. Also wenn, dann auf jeden Fall mit Anlauf. Ich hoffe mal, dass er mich jetzt nicht wegsäbelt. Er säbelt mich. Oh, da geht's doch. Nämlich auch lang. Okay, krass. Geh mal weiter. Okay. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Speichern. Ich bin jetzt gerade halt wirklich. Welche Richtung sollen wir nehmen? Ich bin ein bisschen überfordert. Ja, nicht runter. Unten ist Kacke. Oh. Unten sind Freunde. Darüber kann ich, aber. Ich glaube, hier oben ist noch irgendwas, was wir finden können. Das ist gut möglich. Und unten laufen wir später so oder so mal rum. Mhm. Also so als kleines extra Versteck hier. Boah, aber wie gemein das ist. Aber das ist auch wieder was Geiles. Ist es true. Das Krokodil ist ein bisschen hyperaktiv da unten. Das hat wieder Futter. Ein bisschen zu viel Zucker erwischt. Oder hier geht's halt wirklich weiter. Man weiß nie.
Das wird nicht der normale Weg sein. Ah, ja. Was? Ah, ja. Oder da? Vielleicht das ist doch der normale Weg. Also da runter. Okay.